So, ich habe auch noch was vergessen, und zwar unter Leitung von Kopsch, dem Evangelischen Verein für Wohnraumhilfe. Und Miesbach gab es hier immer Schwarzübernachtung, noch im großen Stil. Auch nach 2009, wo es mit der Drogen aufhörte und wo sie aufhörten, hier Menschenschmuggel stellten sie ein. Also zumindest auf jeden Fall gab es Schwarzübernachtung und dafür hat man dann noch Geld kassiert. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wurden wieder aus der Wohnung gescheucht, es ist einfach zu laut am Sonntag. Man gönnt uns keine Ruhe.